TP. Das Original. Vom Zahnarzt empfohlen, präsentiert. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie wieder herzlich vom Hamburger Sylberg zu einer neuen Folge von Tischgespräch. Als glühender Ballettfan bin ich heute schon ein wenig aufgeregter als sonst, denn für mich persönlich geht ein kleiner Traum in Erfüllung. Mein heutiger Gast ist Polina Semjonova, für viele Experten die beste Balletttänzerin der Welt. Mit 8 Jahren bewirbt sich Polina Semjonova mit einem Zigeunertanz an der Bolschoi-Ballettschule in Moskau. Mit 17 Jahren, einer Luftmatratze und einem Vertrag als erste Solistin beim Staatsballett Berlin kommt sie nach Deutschland. Heute mit 28 Jahren ist Polina Semjonova regelmäßiger Gaststar an der Wiener Staatsoper, beim Zürcher Ballett, in San Francisco, an der Mailänder Scala und in Japan. 2011 gibt die anmutige, elegante Tänzerin ihr Debüt in Schwanensee beim American Ballet an der Met und das Magazin Stern adelt sie mit dem huldvollen Titel Polina Assoluta. Herzlich willkommen bei Tischgespräch, Polina Semjonova. Dobro pozdravljavajte, Polina Semjonova. Dankeschön. Mi radi, što vi u nas v gostjah. Ja, alles super, gesagt, super, dankeschön. Ich freue mich sehr auch, hier zu sein heute und es ist ein sehr schöner Tag und ich hatte super Reise mit so schöner Aussicht gehabt mit Bahn und sehr schöner Tag, danke schön. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und Sie haben die Sonne mitgebracht. Ich habe gelesen, Sie mögen Strand und Meer, ist das richtig? Heiß, ja. Ja? Ist gut für meinen Knochen, ja. Und gehen Sie gern auch schwimmen so im Meer? Ja, ja? Ich denke, die See und die Ocean hat so solche Energie, das beruhigt und das gibt mir so viel Kraft in selber Zeit. So, ich liebe See. Und Energie mehr. Und Kraft, das brauchen Sie ja. 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 Das tägliche Tanzen. Die Zuschauer genießen ja eine Ballettaufführung so sehr, in der sie mittanzen. Können Sie denn selbst auch ein bisschen genießen, während Sie auf der Bühne stehen? Oder ist das nur harte Arbeit, Konzentration? Ich genieße auf jeden Fall, ja. Sonst das würde ich nicht machen, weil natürlich ist auch Schmerz manchmal und es ist immer harte Arbeit und ist immer aufgeregt und manchmal stressig. Aber dann, wenn ich auf der Bühne stehe, ich genieße so sehr diesen Kontakt mit Publikum haben und diese Rolle zu spielen, welche ich kann nicht vielleicht in meinem Leben haben. Ja. Ihre Großmutter hat Ihnen ja schon früh vorausgesagt, dass Sie es einmal weit bringen würden als Tänzerin. War sie eine Prophetin? Wenn ich zu meiner Oma gegangen, sie hat immer mich zu mir gesagt, dass du musst eine Gymnastik machen vor Frühstück.
Und machst du keine Gymnastik, dann kriegst du kein Frühstück. Oh, die Babuschka. Wirklich? Ja. Und das haben Sie gemacht? Ja, ja, natürlich. Ich war hungrig. Zeigen eigentlich in Ihrer Wohnung viele Spiegel? Sie haben mal gesagt, der Spiegel ist Ihr unerbittlicher Lehrer. Jetzt, ich habe ein bisschen andere Meinung. Vor in Schule natürlich ist Spiegel, Spiegel, Spiegel. Mhm. Jetzt, ich lerne mehr zu fühlen als zu gucken und dann denken. So, die Gefühl ist sehr wichtig. Mhm. Und jetzt, ich bin in diese Richtung arbeiten. Mhm. Das nicht nur in Spiegel gucken. Ja, genau. Welche Rolle spielt das Herz beim Tanzen? Kommt wahre Kunst nicht aus der Leidenschaft? Weil ich denke, die Bewegungen bekommt von aus Gefühl. Das war so von Anfang der Erde, ja, die Gefühl macht die Tanz, die Freude. Mhm. Wie beschützen Sie Ihr Herz vor Schmerzen? Oder lassen Sie Schmerzen zu? Nein, ich probiere nicht zu lassen, wir haben ein Herz, ja. Und manchmal ich denke so, und das hilft, dass ich denke über das morgen und heute erst ruhig. Und dann morgen, du siehst schon anders die Probleme. Wenn man eine Nacht darüber geschlafen hat, ist es schon oft besser oder man sieht es anders. Ja, das stimmt. Wofür schlägt Ihr Herz, wenn Sie nicht tanzen? Was macht Polina Semjonova glücklich? Ich liebe die Möbel, so Interieur. Interieur. Möbel? Ja. So verschiedene Stile und ich habe jetzt die Wohnung, unsere eigene Wohnung und ein Anrichten ist sehr interessiert für mich. Also Sie gehen Möbel einkaufen? Einkaufen, nur gucken und in Magazin, verschiedene Magazine, ich liebe es. Ich kann stundenlang sitzen und einfach so gucken. Stundenlang im Möbelhaus? Ja. Einfach dran laufen und Apropos Wohnung und Möbel, es gab eine Zeit, da hatten Sie in Ihrer Wohnung nur eine Luftmatratze. Ja, das ganz war zu Beginn Zeit. In Berlin. Wie erinnern Sie sich an diese Zeit? Wie gestern. Es war wie so gestern. So präsent. Ja, ja. Diese so schöne, jetzt, ich denke, oh, so schön die ersten Tage mit Luftmatratze und einer Lampe. Aber in dieser Zeit war natürlich nicht so schön. Ich habe in Ihrem Buch gelesen, manchmal saßen Sie sonntags, weil kein Training war, doch auf der Luftmatratze. Und dann sind ein paar Tränen geflossen. Ich hatte gewartet, dass wann kommt die Montag, dass ich kann wieder in Theater gehen. Aber ich hatte auch in Berlin viel spaziert, allein Brandenburg Tor, Tiergarten, da ich hatte alle Seiten gesehen. Alles gesehen in langen Spaziergängen. Waren Sie damals auch einmal verzweifelt? Nein. Mm-mm. Ich möchte selbst ständig sein. Ja. Die erste Zeit. Zeit, ja. Mhm. Deswegen, das hat mich sehr viel Kraft so gegeben. Thank you.
Herzlich willkommen auf dem Söhlberg in Blankenese. Heute zauber ich Ihnen was ganz Besonderes. Kommen Sie mal mit. Vieni, vieni, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Via, via, non perderti per niente al mondo lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful, it's wonderful. Etwas von unserem Annapurna. Curryöl, ganz leicht drauf geträufelt. Fertig ist unser Gericht, Kabeljau mit krosser Haut gebraten auf Pak Choi und Pinien-Schalottensauce. Viel Vergnügen und guten Appetit. Für unseren heutigen Gast dürfen wir servieren ein ganz interessantes Gericht, nämlich gebratener Kabeljau mit Pak Choi, einem Pinienkernsud und das Ganze abgerundet mit Enoki-Pilzen und einem Curryöl. Und passend dazu eine meiner Lieblingsrebsorten, nämlich Viognier, eine klassische Rhone-Rebsorte, aber nicht aus der Rhone kommend, sondern nämlich aus Südafrika von der Winery Spice Root. Viognier, wie ich ihn liebe. Ich hoffe, Sie auch. Zum Wohl. Sehr lecker. Kochen Sie auch selber gern mal zu Hause? Ja, ich koche. Mein Repertoire ist nicht so groß, aber ich koche gerne. Was denn am liebsten? Ich kann die russische so Gericht machen. Ja. Und ich mache Pasta, verschiedene Sachen drin. Und, russische Spezialitäten. Verraten Sie uns ein oder zwei Namen, die klingen ja immer so schön. Diese berühmte Salat, Olivier oder Stalichny Salat und auch Shi, das ist die Suppe von die Krautsuppe. Genauso wichtig wie das Essen für eine Hochleistungskünstlerin ist ja auch das Schlafen. Sie sagen, 8 Stunden zu brauchen. Ja. Wie kommen Sie damit zurecht, wenn Sie Jetlag haben und in verschiedenen Zeitzonen arbeiten? Es ist schwierig. Manchmal kann ich nicht schlafen so. Und dann nächsten Mal, einen Tag habe ich Vorstellung. Und, aber ich was? Immer denke, okay, ist so und muss man, ist nie perfekt. Mhm. Das Leben ist nie perfekt. Und auch auf der Bühne ist manchmal nicht perfekt. Aber man muss weitermachen mit was er hat. So. Ich denke immer so und dann es klappt. Gibt es Grenzen für Sie, wo Sie sagen würden, das tue ich meinem Körper nicht an? Ja, ist...
Was wäre eine solche Grenze? Zum Beispiel, aber nicht so Körper, aber zum Beispiel für die Karriere. Manche so Frauen sagen, dann lebe ich ohne ein Kind oder so. Und für, ich würde das nie machen, weil ich denke, die Familie ist die Hauptglück und von Leben. Deswegen. Und Sie möchten auch Mama werden, habe ich gelesen. Ja, natürlich. Ja? Schon bald? Ich hoffe, dass Gott schickt mich ein Kind. Liebe Polina, ich mache jetzt ein wenig Name-Dropping. Ich nenne Ihnen 5 Namen und Sie sagen mir bitte, was Sie mit diesen Personen verbinden. Roberto Bolle. Das ist einer von meinen lieblingsten Partnern. Das kann nicht sein. Ja, kann ich sagen. Und er ist ein absolut Schönheitmann. Und dann habe ich das erste Mal ihn gesehen. Ich war so, oh mein Gott, er sieht wie Gott. Und er ist auch sehr schöne Person, so Persönlichkeit, so warm und so freundlich und es ist sehr viel Spaß mit ihm arbeiten und er ist ein toller Partner und ich bin immer sehr froh, wenn ich kann tanzen mit ihm. Sie waren auch bei Roberto and Friends dabei. Ja. Und Sie waren mit ihm auf der Privatinsel von Rudolf Nureyev, richtig? Ja, ja, er hat mich da gebracht, dort gebracht. Und war das schön? Ja, das ist unglaublich. Ich das ist so wie nicht auf der Erde, das ist so wie ein anderer Planet. Ein inspirierender Ort. Ja. Rudolf Nureyev. Das ist eine. So, ich nehme meine Hut, Hut ab und das ist eine Legende. Und auf DVD kann ich die Tanz von Rudolf Nureyev genießen. Da bleibt er lebendig. Ja. Michail Baryshnikov. Das ist eine andere Legende. sehr. Anders ist zwei verschiedene, total verschiedene Tänzer, aber ihn habe ich auch nicht, noch nicht gesehen, aber jetzt vielleicht, ich kann ihn im Leben sehen, weil er ist in New York und ich bin oft in New York. Dmitri Semyonov. Das ist mein lieblingster großer Bruder und ohne ihn, ich weiß nicht, was würde ich machen. Und wir tanzen auch zusammen und wir haben sehr viel Spaß. Und, aber nicht oft. Wir tanzen nicht oft. Wir tanzen keine Liebesgeschichte oder sowas. Ja, keine Liebesduette. Wir haben viel Spaß und ich liebe ihn sehr, wie meine Schwester. Wir sind sehr eng und sehr dankbar, dass meine Eltern hat mich geschickt, meine Schwester und mein Bruder. Und die Schwester, Xenia, lebt noch in? In Moskau. In Moskau. Ja. Audrey Hepburn. Ich war sehr klein, man, ich hatte zusammen mit meiner Babuschka, mit meiner Oma geguckt, die Filme von Audrey Hepburn und sie war meine so wie Inspiration von die Frau, wie ist die Frau in Leben muss halten so. Das war, ich war klein, ich war so begeistert von Audrey Hepburn und ich hatte immer die Bücher gelesen und ein Magazin geguckt mit Bildern und die Filme und wie sie läuft und sie wie sie redet, guckt alles. Brot ist schon sehr wichtig, die, natürlich. Aber ist, ich denke es so, weil die Menschen leben auch viel aus, meistens viel aus Liebe, aus guter Wort, aus Lachen, auf Lachen anderer
Leute und aus Glück, aus Unterstützung. Und das kann man in verschiedenen Situationen machen. Und ich probiere das jeden Tag machen, einfach mit Lachen oder sagen, hallo, wie geht es Ihnen? Oder helfen in U-Bahn so aufstehen und machen Platz für ältere Leute. Und das macht, ich denke, die Welt macht das glücklicher, diese kleinen Sachen. Das Merksamkeit für Leute und so freundlich zu sein. Ich denke, das ist sehr wichtig in unserem stressigen Leben. Und ich mag sehr gerne arbeiten mit Kindern. Mhm. Und manchmal, wenn ich Zeit habe, ich gerne lernen Kinder. Ich gebe die Unterricht, den Tanzunterricht in verschiedenen Ländern. Ich habe in Türkei gemacht und ich habe in Italien gemacht. So ist so wie eine Masterclass oder so Kurse, wo kommen die verschiedenen Kinder von verschiedenen Staaten, so Italien oder Türkei, und kann man Training machen und ich gebe die Unterricht. Und das macht mich sehr, das bringt mich so viel Freude, das mit kleinen Kindern und auch Erwachsenen arbeiten. Oh, das ist ja schön. Wenn das jetzt die kleinen Ballerinen am Fernsehschirm hören, was kann man denn machen, um einen Kurs mit Polina Semjonova zu belegen? Kann man sich irgendwo bewerben? Kann man irgendwo hinschreiben? Was kann man dann machen, um zu Ihnen zu kommen in so einen Kurs? Ja, im Moment, ich mache meine Website, so, dann kann man alles da schreiben. Ah, ja. Jetzt auch gibt es den Facebook, eine Page, wo kann man auch schreiben. Und dann. Liebe Polina, es war wirklich eine große Freude, Sie hier gehabt zu haben bei Tischgespräch. Dankeschön. Auch, dass Sie für uns, für mich getanzt haben, war ein unwiederbringliches Highlight. Danke, danke, danke. Dankeschön. War sehr große Vergnügen, hier zu sein heute. Спасибо, что вы были нашим гостем. Das klingt gut. Ja, danke. Спасибо за ваш чудесный танец. Willkommen. Machen Sie uns. Ganz vielen Dank. Machen Sie uns weiter so viel Freude mit Ihrer einzigartigen Tanzkunst. Ich hoffe auf ein Wiedersehen. Ja, ich auch. Dankeschön. Liebe Zuschauer, schön auch, dass Sie dabei sein konnten. Wir sehen uns wieder beim nächsten Tischgespräch. Bis dahin alles Liebe und bleiben Sie gesund. Präsentiert von TP. Das Original.